Katrin Helmick hat die Taschen im Griff. Sie ist Testleiterin am SLG-Prüfinstitut im deutschen Hartmannsdorf. Im Test ziehen Reisetaschen, sogenannte Duffelbags. Sie kosten zwischen 55 und 160 Franken. Die Taschen werden auf Tragekomfort, Wasserfestigkeit und Robustheit geprüft. Für den Test packen die Mitarbeiterinnen die Duffelbags wie für einen Wochenendausflug. Die Taschen haben eine mittlere Größe, ein Volumen von 40 bis 60 Liter. Das wichtigste Kriterium, der Tragekomfort. Alle haben Träger, sodass man sie auch als Rucksack schultern kann. Die Labormitarbeiter ermitteln, wie bequem ist das und wie gut lassen sich die Träger anpassen. Nicht alle Modelle haben eigene Schulterriemen. Bei diesem Modell dienen die normalen Tragegriffe als Träger, aber sie rutschen. Kein Brustgurt, der stabilisiert. Schnell fällt auf, das Modell von Deuter fällt beim Tragekomfort durch, dem wichtigsten Testkriterium. Deshalb Endnote 3,5. Es ist kein angenehmes Gefühl, wenn man sie trägt. Wir sind mit den Taschen auch Fahrrad gefahren, um einfach zu schauen, wie ist der Tragekomfort beim Fahrradfahren. Und dort muss man aufpassen, dass die Tasche von Deuter nicht runterrutscht. Michael Bachofner, Filialleiter bei Bachleberg Sport, weiß, Duffelbags haben sich auf Expeditionen bewährt. Sie lassen sich schnell mit viel Material beladen. Heute kommt der Duffelbag zum Einsatz, wenn vor allem das geringe Eigengewicht vom Gepäckstück wichtig ist. Jetzt all diese Taschen haben einen Schulterträger, ersetzt jetzt einen Rucksack. Das Tragsystem eines Duffel ist dafür gedacht, dass man das Gepäckstück auf kurzen Strecken am Rücken tragen kann. Es bietet aber nicht so einen hohen Tragekomfort wie ein Trekkingrucksack und ersetzt daher auch nicht auf einer längeren Tragestrecke eigentlich einen gut angepassten Travel-Rucksack. Vorbereitungen für den Regenschutztest. Dazu werden die Taschen voll bepackt. Der Mitarbeiter hängt die Duffelbags in den Prüfstand, als ob sie am Rücken getragen würden. Dann das Sommergewitter. 10 Liter pro Minute während 3 Minuten. Die Labormitarbeiterin kontrolliert den Innenbereich und schaut, ob der Inhalt nass geworden ist. Fazit: Die meisten Taschen halten Wasser nur mäßig oder ungenügend ab. Die Schwachstellen waren sowohl bei dem Innenraum als auch bei den Außenfächern meist die Reißverschlüsse und die Nahtstellen. Und das ist dann schon problematisch, wenn man in den Außentaschen elektrische Geräte, ein Handy oder Sonstiges drin hat und das wird nass. Note 4,4 für den Basecamp Duffel. Das Modell hat den Regentest bestanden. 4,5 erreicht der Ranger Duffel. Er versagt im Regenschutztest. Auch Eagle Creek erhält Abzug wegen ungenügendem Regenschutz. Gleiche Note für das Modell von 46 Nord, aber beim Regenschutz erreichte die Tasche eine genügende Teilnote. Um Reisedokumente oder Kleider im Duffelbag vor Feuchtigkeit zu schützen, hat Michael Bachofner einen Tipp. Auf Expeditionen verwenden wir Duffelbags, die 100% wasserdicht sind. Im Reisebereich tun wir die Sachen, die ich eingepackt habe, zusätzlich mit einem wasserdichten Packsack schützen. Zudem kann ich so Kleider und alles, was ich dabei habe, auch noch organisieren. Und es hilft mir, wenn ich die Sachen im Duffelbag suche. Für die Prüfung des Testkriteriums Robustheit müssen die Duffelbags einen eigentlichen Härtetest überstehen. Die Taschen werden beladen, dass sie 20 Kilogramm auf die Waage bringen. Und 5000 Mal angehoben. Die Testerinnen lassen sie 10-mal aus 50 cm Höhe auf eine Schiefertafel fallen. Keine Schramme. Alle Duffelbags sind aus robustem Material und bestehen die Probe. Mit einem Gut und Note 4,9 abgeschnitten haben die Tasche von Patagonia und der Barrel Duffelbag.
Eine bessere Note gab es für die Tasche von Bach. Dieses Modell erreichte den besten Wert beim Regenschutz. Gleiche Note für Forkla von Decathlon. Diese Tasche lässt sich gut als Rucksack tragen und ist mit einem Preis von 55 Franken das günstigste Modell im Test. Testsieger ist das Modell von Osprey, allerdings auch das teuerste. Beste Teilnote gab es beim Kriterium Tragekomfort. Das ist dort unserer Ansicht nach ideal gelöst. Man kann die Rucksackträger in der Tasche verstauen. Und wenn man kann sie rausnehmen, sehr bequem und sehr einfach, und kann sich den Rucksack dann ideal einstellen. Die Träger sind super gepolstert. Es ist ein sehr angenehmes Tragegefühl. Das hier ist nochmal zum Abrunden der Testsieger von dem heutigen Test im Beitrag von der Charlotte Michel. Ungenügend, ihr habt es gesehen, hat das Modell hier abgeschlossen, und zwar vom Hersteller Deuter Aviant Tafel 50. Unangenehm zum Tragen, haben wir im Test festgestellt. Dazu sagt uns der Hersteller nichts, aber sie lassen uns wissen, sie haben andere Modelle, die bequemer sind zum Tragen.